Hey Leute, ich hoffe, es geht euch allen sehr gut unter den Umständen. Ich grüße euch herzlich von meinem Zimmer zu Hause. Ich bin erstaunlicherweise ziemlich beschäftigt in dieser Zeit. Wenn ich nicht für die Uni arbeite oder lerne, dann helfe ich meinen Eltern natürlich um Haus mit Hauschores, abwaschen, was auch immer es ist. Oder ich mach Gartenarbeit. Ich genieße es sehr, in der Natur zu sein, und natürlich in der Stadt ist das ein bisschen schwierig, also finde ich manchmal ein Escape im Garten. Wo ich Mut finde oder was mir im Leben hilft, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sehr anders ist, als was es normalerweise im Leben ist. Ich springe öfters in meinen Hobbys einfach rein. Also ich genieße es sehr, Holzarbeit zu machen, oder ich spiele Gitarre und singen, oder ich spiele Klavier, ich spiele andere Spiele, baue Puzzle. Musik ist für mich ein sehr wichtiges Ding. Und deswegen mag ich es auch manchmal, ruhige Hintergrundmusik anzusetzen und mich irgendwo hinlegen und einfach zu meditieren, weil das meine Gedanken freilässt und es hilft sehr öfters. Und natürlich Zeit mit Gott verbringen. Ich denke in dieser Zeit, ich denke öfters an Psalm 23, der Herr ist mein Hirte in dieser Zeit, weil ich denke, es ist sehr passend. Ich denke, jede Person findet Mut oder kriegt Hilfe im Leben durch verschiedene Sachen. Es ist nicht für allen genau das Gleiche, aber das ein Ding, was ich sehr gerne mit euch teilen will, es ist mein Lieblingsgedicht. Das heißt Invictus, wurde durch William Ernest Henley geschrieben. Invictus bedeutet unconquerable, und der Grund, warum ich denke, es sehr passend ist zu dieser Zeit, ist, weil die Bedeutung einfach mir zeigt, dass egal wie schwierig eine Situation ist oder Leben ist, man kann immer da durchkommen, wenn man es will. Und ja, es geht so. Out of the night that covers me, black is the pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the foul clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Hallo zusammen, ich bin Jessica, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich will heute gerne zwei Verse aus Psalm 46 mit euch teilen, die mir in der letzten Zeit öfter mal über den Weg gelaufen sind und mich auch sehr bewegt haben und getragen haben. Der erste Vers, den ich mit euch teilen möchte, ist gleich Vers 1, da heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und das zu wissen tut gut. Es tut gut zu wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat, dass er die volle Kontrolle hat über jede Situation und dass wir unsere Kraft von ihm kriegen können. Und das kann Trost geben in schweren Zeiten und das kann auch wieder Hoffnung geben. Und gerade auch in so einer außergewöhnlichen Zeit, wie wir sie momentan erleben. Dann der zweite Vers, den ich gerne noch mit euch teilen möchte, ist Vers 10. Dort heißt es in der Luther-Übersetzung: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ja, und wie oft sage ich mir nicht in einem sehr bewegten Alltag: Ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit hätte, dann könnte ich mir ein bisschen mehr Zeit für Gott nehmen, etwas länger stille Zeit halten. Aber die Zeit habe ich ja nun mal nicht. Und ich denke, gerade jetzt ist eine Zeit, wo wirklich nur das Wesentliche bleibt, sozusagen. Nur die Essentials. Und da ist viel Raum für Ruhe. Und
Da haben wir wirklich das Geschenk der Zeit bekommen und ich habe wirklich versucht, in den letzten paar Wochen mir bewusst jeden Tag eine Zeit der Stille einzuräumen. Eine Zeit, wo es nur ich und Gott zusammen sind und ja, wo ich einfach versuche, ruhig zu werden. Und das hilft mir sehr viel, das gibt mir wieder Kraft, das gibt mir Hoffnung und Zuversicht. Und ich persönlich mache das gerne mit einer Kerze. Ich zünde mir da gerne eine Kerze an, einfach auch zur Erinnerung, dass Gottes Licht über die ganzen Mauern unserer Häuser hinweg scheint und uns wirklich auch in dieser Zeit verbindet und trägt. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr Gott auf eure Art und Weise erfahren könnt und ja, auch euch vielleicht auch diesen Raum der Stille einrichtet. Und wer mag, kann sich ja auch nochmal den ganzen Psalm 46 durchlesen. Hey J-Team, hallo Band, hallo alle, die zur Jugend zählen, Confis, Ex-Confis. Don't know, who counts? I love you all, I miss you all, ich vermisse die Johannesgemeinde. Ich sitze gerade in Joburg, way off, but that's details that you do not need to hear. Auf jeden Fall, ein Gedanke, den ich teilen soll, euch mitgeben will, ist all you need is love. Love, love, love is all you need. Love ist ein Gedanke, der mir schon sehr lange mitgeht, seit Jahren. Ja, und in 1. Johannes 4, 18, sorry für Englisch, steht, there's no fear in love, but perfect love casts out fear. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da war ich ziemlich mitgenommen, weil ich hatte sehr viel Angst in der Zeit und ich lerne jetzt immer noch mit meiner Angst zu kämpfen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ich brauche keine Angst zu haben, weil ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Jesus und er ist stärker als alles in der Welt. Egal, was mir Angst macht, er kann es überwinden und mit ihm kann ich alles durchstehen. Und er hat das Universum geschaffen und er weiß auch, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und solange ich mit ihm zusammen Sachen durchgehe, also mein Leben gehe, weiß ich, dass ich in dieser Liebe, in Gottes Liebe und mit ihm einfach sein geliebtes Kind bin und mit ihm einfach alles überstehen werde. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Du bist geliebt, wie du bist und du brauchst keine Angst haben, weil er ist mit dir. Amen. Peace, Bro.